Peter Altenberg, die Mizi. Zwei kleine Kaffeetische rund in einem Eck vis-à-vis voneinander. Die Mizi kommt, setzt sich an den einen Tisch. Der Kellner: Na, Freund Mizi, wollen Sie nicht an Ihrem gewohnten Tisch Platz nehmen? Nein, nein, hier bleibe ich. Na, Freund Mizi, das hätten Sie nicht tun sollen. Gottes hätten Sie nicht tun sollen. Das ganze Lokal ist auf. Gänz, setzen Sie ihn an Ihren gewohnten Tisch und machen Sie keine Geschichten. Wenn er kommt und es merkt, bringen Sie mir ein Glas Tee, halb mit Rum gefüllt. Der Kellner ab. Der Fiaker Karl erscheint. Frau Mizi, ich komme nur geschwind rein. Ist Ihnen müde, dass der Herr Franzi im Lokal ist. Der wird gleich da sein. Schauen Sie das abfallen. Kümmern Sie noch um Ihre Geil. Frau Mizi, sind Sie nicht leichtsinnig. Wir haben Sie alle gern. Warum soll ich nicht leichtsinnig sein? Wen kümmert das was? Soll er kommen, der Herr Franz? Mal er? Er wird stechen. Na, wird er? Mal er? Der Fiaker entfernt sich. Der Herr Franz kommt langsam, setzt sich an seinen gewohnten Tisch. Er steht auf, kommt langsam, plump, schwerfällig an den anderen Tisch, stützt den rechten Arm auf die Tischplatte. Sie wollen eine Vase? Nein, warum? Keine Spur. Warum soll ich allein sein wollen? Das ist lächerlich. Pause. Beide wie Raubtiere vor dem Morden. Sie wollen also nicht allein sein? Sie trinkt ihren Tee. Pause. Sie wollen also doch allein sein? Ich bitte Sie, gehen Sie an Ihren Tisch zurück und belästigen Sie mich nicht. Belästigen? Belästigen, ja, belästigen. Sie schaut ihn an wie eine stechende Kreuz oder Wut entbrannt. Seit wann belästige Sie, Fräulein? Seit langem schon. Es wird nicht seit so lang hier sein, ne? Oh ja, seit sehr lang her. Es wird seit vorgestern sein, beim Fünf-Kreuzer-Tanz im Bruder. Sie lächelt perfid, höhnisch. Warum lachen Sie? Sie spielen Sie noch nicht mit mir. Nicht Sie mit mir spielen, Mietzau. Was? Gehen Sie an den Tisch zurück und lassen Sie mich in Ruhe. Tue ich Ihnen was? Na also, lassen Sie mich in Ruhe meinen Tee trinken. Er geht an sein Tischchen zurück, wie ein gepeitschter Tiger im Käfig. Isabella kommt, bleibt zwischen beiden Tischen stehen, schaut beide an. Mizi. Na? Wo stehen Sie da? Was gibt's zum Schauen? Isabella. Hört ihr wieder nicht stehen? Ringen Sie ihn nicht auf, Freunden. Ihnen schau ja eh nicht an. Mizi, freches Mensch. Isabella. Wer ist Ihr freches Mensch? Wer? Franz. Isabella, Polizier, geh weiter, was hast du davon? Mizi zu Franz. Lass du mich beleidigen, weil ich an deinem Tisch sitze? Franz, lass sie. Sie hat da nichts da. Was kümmert's die? Isabella geht ab. Mizi. Mir scheint, die fliegt auf Ihnen, die platterstäbige Funzen. Und Sie protegieren sie noch. Wenn's noch einmal herkommt, kriegt's ein Watschen. So ein Schirksluder, wenn's wenigstens noch was gleich schaut. Pause. Beide trinken Tee mit Rum. Isabella kommt wieder, geht an den Tisch der Mizi heran, sagt laut und deutlich: Frau Mizi, der Herr Beudel von vorvorgestern, vom Fünf-Kreuzer-Tanz im Bruder ist draußen. Er schickt mich herein, Ihnen die Post zu sagen, dass er verabredetermaßen draußen auf Sie wartet. Die Mizi blickt Sie hasserfüllt an, beginnt dann bitterlich, bitterlich zu weinen. Franz. War nicht, Mizel. Wir gehen da zusammen. Schau's da so vor, Sie Koberin. Richten Sie uns keine Posten aus. Es wird doch noch eine Anständigkeit geben in der Welt. Mizi steht auf, gibt der Isabella eine Watschen.